Wer dieses Jahr in die Osterferien fahren oder fliegen wollte, der brauchte starke Nerven. Denn zwischen Warn- und regulären Streiks bei der Lufthansa oder der Bahn blieben zigtausende Reisende auf der Strecke. Aber ein Stein scheint jetzt aus dem Weg geräumt zu sein bei den Flughafensicherheitskräften. Beim Personal, das für die Sicherheitskontrollen bei Passagieren und der Fracht zuständig ist, gab es ja auch einen ziemlich festgefahrenen Tarifkonflikt. Ein Schlichter musste helfen. Und offenbar hat der nun einen Kompromiss gefunden, mit dem alle Seiten leben können. Doch sind damit Streiks im Luftverkehr wirklich vorerst vom Tisch? Max Kell berichtet. Laptop oder Tablet und alle Flüssigkeiten raus? Diese Fragen kommen jetzt wieder zuverlässig und vor allem regelmäßig. Vorbei die Zeit des Warnstreiks des Sicherheitspersonals. Wie noch hier im März am Flughafen Köln-Bonn und auch in Hamburg. Pünktlich vor dem Sommerflugbetrieb können sich Reisende also wieder auf einen Regelbetrieb an den Sicherheitsschleusen verlassen. Wie auch heute am Flughafen Berlin-Brandenburg. Die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber haben sich nach langen Verhandlungen auf den Kompromiss des Schlichters geeinigt. Rückwirkend zum 1. April steigen die Monatsentgelte um 7,8%. Am 1. September um weitere 3,4% und am 01.01.2025 nochmal um 1,5%. Mit dem Teil der Lohnerhöhung oder Entgelterhöhung sind wir sehr zufrieden. Wir haben annähernd unsere Vorstellung in der Schlichtung erreicht. Mit dem Teil der Mehrarbeitsregelung sind wir nicht zufrieden. Der wurde jetzt wieder ausgeklammert. Das Thema Mehrarbeit wollen Gewerkschaft und Arbeitgeber Ende des Jahres nachverhandeln. Damit der neue Tarifvertrag für die Beschäftigten gilt, müssen jetzt noch die jeweiligen Gremien zustimmen. Diese Zustimmung erwartet auch die Arbeitgeberseite. Vor allem, weil die Personalkosten weniger steigen sollen, als sie befürchtet hatte. Das ursprüngliche Forderungspaket der Gewerkschaften hatten wir beziffert mit rund 1,25 Milliarden Euro Mehrbelastung. Der Abschluss über 15 Monate bedeutet für die Unternehmen der Branche eine Mehrbelastung von rund 135 Millionen Euro. Bedeutet wohl für Reisende, Fliegen wird teurer, da die Sicherheitsleistungen mit dem Flugticket bezahlt werden müssen. Über diese Pauschale wird gestritten und die wird zwangsläufig, wenn man Sicherheit auf hohem Niveau haben will, anzupassen sein. Der neue Tarifvertrag soll eine Laufzeit von 15 Monaten haben. Wer jetzt also vorbildlich alles aus den Taschen geholt hat, kommt zumindest wieder zuverlässig durch die Sicherheitskontrolle. Ja, und da sind noch ein paar Fragen aber offen und die stellen wir jetzt an Klaus-Rainer Jackisch in Frankfurt am Main. Also, die Schlichtung ist in Sicht, aber wirklich sorgenfreies Reisen in den kommenden Wochen und Monaten? Ja, da gibt es noch ein großes Fragezeichen. Insgesamt allerdings sind jetzt erstmal zwei große Stolpersteine im Luftfahrtsektor und in der Tourismusbranche aus dem Weg geräumt worden. Zum einen eben heute diese Entscheidung bei der Flugsicherheit, zum anderen die Entscheidung in der vergangenen Woche, wo der Tarifkonflikt bei der deutschen Lufthansa mit dem Bodenpersonal gelöst worden ist. Das ist erstmal sehr positiv, aber es gibt noch einen dritten großen Stolperstein. Die Lufthansa hat ja auch einen Tarifkonflikt mit dem Kabinenpersonal. Dort hört man allerdings aus Verhandlungskreisen, dass auch dort die Gespräche auf einem guten Wege sind und vermutlich in den nächsten ein, zwei Wochen zu einem positiven Abschluss kommen dürften. Und damit wären zumindest die ganz großen Brocken erst einmal aus dem Weg geräumt. Aber der Lufthansa-Konzern, der ja dominierend in Deutschland ist, der ist groß, der hat viele Töchter, insgesamt über 100 Tarifverträge und da brodelt es immer irgendwo. So auch weiterhin bei der Urlaubslinie Discover. Dort sind die Fronten verhärtet. Die Piloten haben bereits mehrmals gestreikt. Sie haben eine Schlichtung vorgeschlagen. Dazu ist es bislang nicht gekommen. Auch das Kabinenpersonal ist sauer und da könnte es möglicherweise Neustreiks geben, insbesondere also bei einer Tochter, die vor allem ja die Ziele im Mittelmeer ansteuert. Und dennoch, es scheint so, als würde diese Streikwelle der vergangenen Wochen bei uns zumindest gerade so ein bisschen abzuebben. Wie sehr beeinträchtigen denn Streiks in unseren Nachbarländern das Reisen derzeit? Ja, da gibt es natürlich auch sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sehr unzufrieden sind, insbesondere im Tourismus- und Luftfahrtsektor. In Griechenland zum Beispiel, da streiken morgen die Fluglotsen. Für Mitte April haben die Beschäftigten von Schiffen und Fähren, die ja sehr wichtig sind in Griechenland, ebenfalls einen Streik angekündigt. In Frankreich haben die Verkehrsgewerkschaften für den Sommer für die Olympischen Spiele Arbeitsniederlegungen angekündigt. In Großbritannien gibt es seit Monaten Streiks bei den verschiedenen Bahngesellschaften, auch Probleme bei der Londoner Untergrundbahn und in den nächsten Wochen
haben wollen, auch Beschäftigte bei der Grenzabwicklung ihre Arbeit niederlegen. Und selbst auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca läuft im Moment nicht alles rund. Pünktlich zum Saisonstart gibt es dort Probleme auf dem Flughafen von Palma de Mallorca, der als einer der schnellsten und effizientesten in Europa gilt. Aber es gibt viele Bummelstreiks dort beim Sicherheitspersonal. Deshalb haben viele Passagiere dort schon ihre Flüge verpasst. Also es sieht ein bisschen so aus, dass auch diese Urlaubssaison nicht ganz rund läuft. Klaus-Rainer Jackisch, vielen Dank für die Informationen nach Frankfurt.